Action. Schöne, wenn man die Halle vorbereitet, man darf erstmal einen Haufen wegschmeißen, was sich angesammelt hat in so einer großen Halle. Muss dann den Boden mussten wir abschleifen und neu einlassen, dass er für die Maschine die Traglast oder beziehungsweise dass die sauber steht. Das war 4 Wochen vorher, ging das los und war dann pünktlichst fertig. Wie wir jetzt beim Aufbauen von der Maschine festgestellt haben, so ganz hundertprozentig gerade ist er immer noch nicht, weil in dem Boden, es war eine alte Garage hier unten und da waren Gullis verbaut und die gehen natürlich immer Richtung diesen Gullis, geht etwas abwärts. Es wurde ein bisschen ausgemittelt und da die Maschine jetzt hinter mir steht, ging es auch gut. Naja, am Anfang überlegt man, was macht man jetzt, dann schaut man, was kriegt man denn noch für eine alte Druckmaschine, fängt dann an, die Hersteller zu kontaktieren, beschäftigt sich damit und am Ende ist es Heidelberg geworden. Mit Sicherheit auch, weil die letzten 11 Jahre ihren super Job gemacht haben und wir damit zufrieden waren mit dem Anbieter. Und am Montag in der Früh kam dann die Maschine mit 3 Sattelzügen und der letzte Sattelzug kam am Dienstag nach. Da war dann die Anlage und das erste Werk dabei. So, dann war sie erstmal da, die Maschine. Und dann ab Montag wurde schon alles reingefahren. Dienstag früh kam dann, wie gesagt, das erste Werk. Man fängt mit dem Maschinenaufbau immer mit dem ersten Werk an. Und danach wird die Maschine nach hinten aufgezogen. Ja, so ein Anliefertag, ich fand es ganz spannend, die Vorbereitung, also zu überlegen, wo stellen wir sie hin mit einem Projektleiter, passt der Raum, ist er hoch genug oder passt er nicht, wie weit bauen wir die Maschine aus und dann hat man irgendwann einen Projektplan erstellt, das geht los mit Raum ausräumen, Weißeln, neuer Boden, Elektrik, alles umbauen, reicht die Kapazität des Stromanbieters von außen. Und das zieht sich eigentlich, ich sage jetzt mal, fast 2,5 Monate hin. Und dann hat man ja so, in der letzten Woche gibt es diese Pufferwoche. Und dann standen wir in dieser Halle und haben gesagt, wow, also jetzt ist es soweit. Und dann haben wir am Samstag den ganzen Hof gesperrt, alle Autos raus. Und am Montag, ja, Anspannung. Muss ich sagen, einfach Anspannung und Freude in einem. Aber super, ich bin total zufrieden. Also man müsste sagen, das was jetzt halt kommt, ist das Nonplusultra, was Heidelberg baut. Mehr geht da nicht mehr. Und auch in der Ausstattungsvariante, wie wir sie jetzt bestellen, haben wir ja eigentlich alles drin, was das jetzt ist. Aber bringen wir schon.
Weil die Maschine hat ja insgesamt 53 Tonnen, ist am Ende 16 Meter lang ungefähr, 15,50 Meter ganz genau, und kommt in sehr vielen Einzelteilen. Alle Teile, man könnte mal sagen, ungefähr 7 Tonnen, was man dazu zusammengeschraubt hat. Und die Druckwerke sind separat, also wir haben 5 Druckwerke, wir haben ein Lackwerk, wir haben eine Auslage und eine Anlage. Und da ganz viel Technikschränke außenrum und Dritte und Kisten. Und ich bin eigentlich immer wieder begeistert, wenn man am Ende diesen Palettenberg anschaut, wie viele Paletten eigentlich wirklich gekommen sind, dass man dann auch versteht, warum so viele LKWs dann angereist sind. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, also sowohl von der Firma Fels, also vom Spediteur, waren wieder Jungs dabei, die vor 10 Jahren da waren, und der Monteur, der Hauptmonteur, der die Maschine aufbaut, hat vor 10 Jahren hier auch schon die Maschine aufgebaut und hat da auch Wert drauf gelegt, dass er wieder kommt. Und noch der zweite Monteur, auch ganz spannend, war davor bei einem Mitbewerber und hat bei mir auch schon eine Maschine aufgebaut und baut jetzt auch wieder eine auf. Also ganz, ganz lustig. Thank you.
Also als Unbeteiligter und Unwissender darf ich sagen, ist gut gelaufen. Seit der Woche läuft die Maschine und sind ganz begeistert. Die Heidelberger haben eine super Arbeit geleistet und die Ergebnisse, die wir jetzt hatten, waren überragend. Der erste Auftrag, den wir jetzt auf der neuen Maschine laufen haben lassen, ist vom Seiler Verlag aus Nürnberg eine Kinderbuchserie. Die Kinderbuchserie heißt Kolala. Und das Besondere an dem ist, nicht, dass wir das nur drucken, die gesamte Buchreihe hat einen UV-Lack als Schutz für die Kinder. Das sieht man, wenn man da drauf schaut, an der Seite noch den Glanz. Und wir tun gleichzeitig, weil es über 200 Gramm hat, das Kinderbuch Inline-Rillen. Das heißt, wir drucken, rillen und lackieren in einem Durchgang. Das macht das Produkt außergewöhnlich. Was in dem Bereich ganz wichtig ist, wenn wir Stickerbögen machen oder so Kinderbücher, dann muss man die sogenannte Spielzeugnorm erreichen. Und bei der Spielzeugnorm geht es einfach darum, was machen Kinder damit, nehmen die das im Mund, haben wir keine Schadstoffe drin und alle das erfüllen wir bei unseren Drucken. Und lassen das alle halbes Jahr, Jahr beim TÜV Nord auch prüfen, ob das auch immer noch eingehalten wird, weil von uns kommt ja nicht alles, die Farben sind nur entscheidend und die Materialien, die wir dafür verwenden, auch. Also die neue XL ist auch wieder mit einer Inline-Messung ausgestattet und einem Inline-Register. Das heißt, die Maschine stellt sich automatisch in die richtige Farbe ein und tut die Farben aufeinander passen. Das überwacht sie eigentlich während der gesamten Auflage und wir können am Ende des Auftrags genau die Abweichungen errechnen lassen, die dabei entstehen. Also in einem Drucksaal muss man ganz genau schauen, was für ein Licht das man verwendet. Wenn man sich hier die Lampen anschaut, im Lagerbereich ist es eher ein Tick zu gelb. An der Maschine selber achten wir ganz streng drauf, dass wir eigentlich Tageslicht haben oder tageslichtähnliche Lampen. Und man kann bei den modernen Pulten auch umschalten zwischen verschiedenen Lichtfarben, weil es gibt zwei Normen, über die abgestimmt wird und beide Normen können wir darstellen. Also nicht nur als Drucker, glaube ich, sondern also der Drucker freut sich wahnsinnig auf die Maschine und wir freuen uns wahnsinnig, diese Maschine zu bewerben und mit Aufträgen zu füllen und hoffen auch, dass wir dazu noch eine höhere Qualität abliefern können. Und ja, es ist, glaube ich, für die ganze Firma eine Freude. Ja. Ja, insgesamt, ich glaube, dass wir ein super Team haben, dass es ein super Team ist, das auch die Maschine aufbaut und dass die Maschine uns einen nochmal ganz starken Schub nach vorne gibt, um weiterhin ja, die Nummer 1 zu sein in der Druckwelt. Und nach wie vor, also Casablanca und dann der Dokumentationsfilm.